Stefan Podar hat einen Master in manueller Therapie und Sportphysiotherapie, eine eigene Praxis in Wien und gehört zum physiotherapeutischen Team der österreichischen Eishockey-Nationalmannschaft. Hallo liebe PT-Freunde, wir sind auf der Therapie Leipzig an unserem PT-Messestand. Heute bei uns zu Gast Stefan Podar. Hallo Stefan, schön, dass du da bist. Du hast uns ja das Thema Prävention von Hamstringverletzungen mitgebracht. Wie häufig kommt das denn vor in der Praxis? Vor allem bei Sportlern kommt das sehr oft vor. Man kann sagen, bei einer Fußballmannschaft im Kader von ca. 25 Spielern werden ungefähr 7 Spieler eine Hamstringverletzung haben am Ende der Saison. Also doch relativ häufig. Dazu kommt, dass die Wiederverletzungsrate einer der höchsten ist bei Sportverletzungen, was es eben besonders interessant für die Physiotherapie macht. Aber da kann man doch eigentlich präventiv viel machen. Wieso kommt das denn so häufig vor? Was ist denn das Problem? Einerseits macht man schon sehr viel und man kann auch sehr viel machen. Ich glaube halt, dass das höhere Tempo beim Fußball zum Beispiel einfach dazu führt, dass es trotzdem immer wieder Verletzungen gibt. Und interessanterweise, die Profi-Clubs adaptieren gar nicht diese Empfehlungen, die es von der Literatur gibt, zumindest nicht alle. Und ich glaube, da wäre ein bisschen mehr Compliance gut und dann könnte man vielleicht viel mehr Verletzungen vermeiden. Ja. Also das alte Problem, die Erkenntnisse kommen eigentlich gar nicht in der Praxis an und da arbeitest du dran sozusagen. Du bist ja jetzt in der Sportphysiotherapie zu Hause. Wie bist du denn da hingekommen? Welche Stationen hast du so in deinem physiotherapeutischen Werdegang auf diesem Weg absolviert? Also ich habe 2005 die Ausbildung zum Physiotherapeuten in Wien abgeschlossen, dann relativ bald mit einer Handball-Bundesliga-Mannschaft begonnen zu arbeiten. Da war ich 3 Jahre, bin dann 2010 nach Australien übersiedelt und habe dort ein Masterstudium in Manualtherapie und Sportphysiotherapie gemacht. Und dann seit meiner Rückkehr war ich immer wieder beim ÖFB, beim Fußball, im Nachwuchs tätig und bin jetzt seit 2 Jahren beim österreichischen Eishockey-Nationalteam dabei, wo wir im April bei der B-Weltmeisterschaft teilnehmen werden. Also das sind die Mannschaften, die du jetzt aktuell betreust oder gibt es da noch mehr? Nein, also Fußball und Eishockey sind im Moment meine Schwerpunkte. Ja. Das reicht auch, denke ich mal. Ne? Genau, man merkt dir ja an, dass du mit Herzblut Physiotherapeut bist. Was fasziniert dich denn so besonders an unserem Beruf? Also mich fasziniert immer schon eigentlich dieses Detektivspielen, vor allem bei den Überlastungsverletzungen, die immer wieder kommen, dass man einfach schaut, warum bekommt der eine Sportler immer wieder diese eine Verletzung, womit hängt das zusammen? Und genauso auf der anderen Seite auch diese Mischung aus, dass man mit unseren Händen und auch mit den Augen viel arbeitet. Das bedeutet, ich muss den Patienten angreifen, ich muss den Muskel spüren, aber genauso muss ich auch sehen, wie verhält sich der Muskel, wenn er jetzt eine Übung macht oder wenn er läuft oder wenn er schießt. Und eben so diese Mischung aus aktiver, passiver Befundung-Therapie finde ich einfach spitze. Vielen Dank, Stefan. Ja, wir werden jetzt hier gleich noch unser PT-Fachvideo zum Thema Hamstringverletzungen drehen. Stefan wird uns hier einiges zeigen. Da freue ich mich besonders drauf. Der Fachartikel wird bald erscheinen. Vielen Dank fürs Zuschauen.